Also, dass die Zufahrt leicht zu finden ist, kann wahrlich keiner behaupten. Aber wir haben es geschafft. Herzlich willkommen zu einem weiteren Video unserer Tour durch Belgien. Wir versuchen gerade den Stellplatz in Tournai anzufahren. Das gestaltet sich nicht ganz unkompliziert, da die Streckenführung für uns sehr ungewohnt ist. Wir haben da letztendlich dreimal die Region umkreist, haben auch zwischenzeitlich mal falsche Anweisungen vom Navigationssystem bekommen, aber schlussendlich ist es uns dann doch gelungen. Wir haben dann einfach bei der letzten Anfahrt die Anweisung des Navigationsgerätes ignoriert und sind links statt rechts abgebogen und dann hat es gepasst. Es empfiehlt sich, den Platz im Vorfeld schon mal zu reservieren. Es gibt nur 14 Stellplätze. Der Zugang ist nur über die Nutzung mit einem internetfähigen Gerät möglich, das einen QR-Code anzeigen kann, weil man sonst die Dienstleistungen nicht aktivieren kann und auch die Schranke nicht. Wir kommen jetzt gleich an die Stelle, an der wir links abgebogen sind, obwohl das Navi gesagt hat, Fahrtstück geradeaus und dann rechts. Und das war dann intuitiv die richtige Entscheidung, im dritten Versuch endlich die richtige Zufahrt zum Platz zu finden. Wie bereits gesagt, die Nutzung des Platzes ist voll digitalisiert. Man hat also keine Alternative zum Handy oder zum Tablet, das einen QR-Code anzeigen kann. Man kommt dann einfach nicht drauf. Und dadurch, dass der Platz jeden Abend vollständig belegt war, sollte man überlegen, ob man es bereits vor der Anfahrt bucht. Dann ist der Platz zumindest reserviert. Sogar die entsprechende Platznummer kann man sich dann aussuchen. Der Stellplatz befindet sich an einer vielbefahrenen Kreuzung, aber in den Nachtstunden ist es okay, kommt man gut zur Ruhe, kann schlafen. In der Nähe ist eine Bibliothek, ein Kulturhaus, ein Jugendtreff, ein Spielplatz. Für eine gut hörbare Geräuschkulisse tagsüber ist also gesorgt. Wir waren ja von Freitag bis Sonntag dort, Samstag und Sonntag war es ein bisschen weniger. Wir waren aber tagsüber in der Stadt unterwegs und insofern hat uns das nicht gestört. Länger als 2-3 Nächte würde ich allerdings hier auch nicht schlafen wollen. Der Stellplatz punktet vor allen Dingen mit seiner unmittelbaren Nähe zum historischen Stadtkern von Tournai und die hat es wahrlich in sich. Wenn man auf dem dreieckig angelegten großen Platz der Stadt ankommt, dann fallen einem sofort zwei Gebäude ins Auge. Das ist einmal der mächtige Belfried und die Kathedrale von Notre Dame. Der Belfried als Ausdruck eines bürgerlichen Selbstbewusstseins und die Kathedrale natürlich als Ausdruck der kirchlichen Macht. Bereits im 4. Jahrhundert ist eine Besiedlung der Region nachzuweisen. Im 5. Jahrhundert zum Beispiel war Tournai der Herrschaftssitz der Merowinger. Wir laden euch nun ein, mit uns einen kleinen Stadtbummel durch Tournai zu machen. In der Folge seht ihr auch Bilder von interessanten, überlebensgroßen Figuren. Das war ein Umzug, der am 31. August stattgefunden hat, dessen Ursprünge wir leider noch nicht ergründen konnten. Ich habe inzwischen beim belgischen Fremdenverkehrsamt nachgefragt. Und sobald ich eine Antwort habe, würde ich das nochmal nachträglich in die Infobox schreiben. Ansonsten erstmal viel Spaß mit dem Bummel durch Tournai. Every day, late at night, not okay. All I want,
and I pray. All I need are some better days. Fuck me, I'm looking in the mirror. So foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me. And honestly, I'm not really sure I want saving. I like to be my own worst enemy. There's no risk if you don't try at anything. So I'ma just get buying everything. See you in the next life, have to be a better me. I don't think that my head's on straight. Gotta flip it and grip it and go and get an x-ray. What's wrong with me? I just feel weight pushing on my chest and it squeezed till I suffocate. Better change my mindset, meditate. It's pretty cool that I'm alive and have better days. I could walk, see, hear, I should celebrate. Think I could change my mind, maybe elevate. Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Yeah, all I need are some better days. Cause all I want, and I pray, I believe in the better days. Kinda stuck between a rock and a hard place. Do I work hard or live at my pace? You're only young once, yeah, that's all great. But I also want a future where I'm okay. Living life is doing lots of cocaine. Wait, no, it's living with no shame. Wait, no, it's sleeping in on Sundays. I guess it's different for each of us and that's okay. Well, I just wanna be happy. How to get there? Glad that you asked me. I think it's different for everyone. Some of us need work, others need fun. Some of us need purpose to overcome. But try to do what you love when it's said and done. Cause there's so many differences in each of us. Trust your gut, it can show you what you want. Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Yeah, all I need are some better days. Cause all I want, and I pray, I believe in the better day. Living life, every day, not okay, all I want, and I pray, all I need are some better days. Yeah, all I need are some better days. Cause all I want, and I pray, I believe in the better days.
Nach einem erlebnisreichen Tag sind wir zurück auf unseren Stellplatz. Übrigens, für Durchreisende ist natürlich eine Fähr- und Entsorgung auch möglich. Man braucht aber auch diesen QR-Code, man muss sich dafür anmelden. Soweit unser Video aus Tournee. Vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Und wir würden uns freuen, wenn ihr auch beim nächsten Mal zuschaut. Wir verlassen nun die Wallonie und begeben uns an die belgische Nordseeküste und sind schon gespannt, was uns dort erwartet. Es verabschieden sich wie immer ganz herzlich Aloysia und Joachim.